fuck with. Glück auf Schutzhausen sagt, willkommen zu einem weiteren geschmeidigen Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, eigentlich sollte heute ein anderes Video kommen. Ich habe mich kurzfristig aber umentschieden, was anderes aufzunehmen, denn ich habe heute bei Facebook einen Post gelesen von Commander Krieger und der hat mich so ein bisschen aggressiv und wütend gemacht. Nicht wegen dem Inhalt, sondern einfach, dass es so weit kommen konnte. Und zwar hatte er gesagt, dass er vorübergehend mit YouTube aufhören will, beziehungsweise komplett aufhören will mit YouTube und nur noch streamt, also auf Twitch. Und einfach diese Nachricht alleine schon, wie es so weit kommen kann, dass so jemand aufhören will mit YouTube, das kann ich einfach nicht nachvollziehen, beziehungsweise verstehe ich da auch einfach die Leute generell in dieser Community, ich nenne es einfach mal COD, weil das war ja sein Hauptbestandteil, nicht, natürlich, wenn jetzt einige clevere Leute um die Ecke kommen und dann sagen, ja, das konnte man doch vorhersehen, die Videos waren dann nicht mehr gut und so weiter, habt ihr vielleicht mal ein Stück weiter gedacht? Dass er vielleicht das so gemacht hat, weil ihm gar keine andere Möglichkeit mehr blieb. Natürlich hätte er sagen können, ich mache das jetzt einfach so, wie ich es früher auch gemacht habe. Aber ihr müsst überlegen, er ist nun mal hauptberuflich YouTuber, ne? Er muss damit seinen Unterhalt, seine Wohnung, sein Auto und so weiter bezahlen, ne? Irgendwas muss er sich ja einfallen lassen. Und wir haben es jetzt in letzter Zeit gesehen, was mich halt auch so traurig macht, dass wenn man seiner Linie treu bleibt, ne, zum Beispiel, sei es das Gaming, wie es Solution auch macht, wie es Commander Krieger und so weiter gemacht hat, dass man einfach gehatet wird. Und das ist in meinen Augen Schuld von einigen YouTubern. Zum Beispiel, es gibt ja so einen YouTuber, ich nenne jetzt einfach mal keinen Namen, ihr wisst es aber selber. Er behauptet von sich, nie irgendwie COD-YouTuber gewesen zu sein und so weiter und filmt stattdessen seine Schuhe. Und ihr feiert das. Also Leute, wenn das mal ein Video ist, ist es ja schön und gut. Ne? Ich gucke mir sowas ja auch gern mal an. Aber ganz ehrlich, ihr feiert so jemand, ne? Und hatet dann auf andere. Das verstehe ich einfach nicht. Oder auch andere YouTuber, die gesagt haben, also auf meinen Channel wird definitiv weiter COD kommen und so weiter und so fort. Und jetzt bringt die COD-Videos hauptsächlich auf seinen zweiten Channel. Es ist einfach... Ich weiß nicht, wie ich das so richtig rüberbringen soll. Ich kann das nicht nachvollziehen, was ihr daran so toll findet. Ja, wenn man das in gewissem Maßen macht, ja, aber das hier zum Beispiel auch mit die Gameplay-Standards. Na, das ist ja was mich extrem aufregt. Ich habe ja gestern auf Facebook einen Post gemacht. Da habe ich mir ein Video angeguckt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Clan hieß. Werde es euch einfach mal unten verlinken. Ist auch wurscht erstmal. Da geht es darum, wie die ihre Gameplays erspielen und dass sie sich jetzt gegenseitig auch hätten. Leute, die haben in dem Video erzählt, wie die ihre krassen Gameplays erspielen und ich wundere mich immer, ey Alter, warum kriegst du nicht solche Gameplays hin? Die freezen ihre Gegner, die hauen Schwitzer aus der Lobby, die suchen sich irgendwelche Noobs, mit denen sie dann ein Game aufmachen können, die sie zerbersten können und so weiter. Bloß, dass sie World First haben, dass sie Panda haben und so weiter. Und was macht ihr großen Teil da draußen? Ihr feiert die Videos und wenn jetzt jemand kommt, wie ich zum Beispiel, der halt bloß ein Nuklear oder nicht immer ein Nuklear hat, wird direkt erstmal totgeflammt. Ey Digga, warum hast du keine Panda Nuklear und so, ne? Da frage ich mich so, Leute, was mit euch kaputt, Mann? Ist es denn wirklich euer Ziel, dass ihr nur noch gefakte Sachen sehen wollt? Genauso kann ich nicht nachvollziehen, warum ihr alles solche Glitch-Videos übelst feiert. Sag mal, seid ihr alle zu blöd, irgendwie ein Spiel normal zu spielen, selber was zu erreichen? Ich finde es dann halt auch extrem schade für die Leute, die wirklich gut sind und was erreichen. Ne? Die werden dann trotzdem geflamed, weil sie halt nicht das übelst krasse Gameplay haben. Warum feiert ihr euch nicht, wenn ihr einfach ein gutes Gameplay gegen gute Gegner erspielt? Scheißegal, ob das ein Nuklear ist oder ob ihr 15 Mal gestorben seid. Aber ihr habt gegen gute Leute gespielt, ihr habt wirklich gezeigt, dass ihr was drauf habt. Noobs zu bersten, das kann jeder, ne? Und deshalb kann ich das einfach nicht nachvollziehen, warum gerade dieser Hype so extrem ist. Und dann sage ich mal, andere Leute, wie gerade Commander Krieger, was in seinen letzten Videos ja immer gewesen ist, ja, du bist der alte Fettsack und du spielst nicht mehr gut und bist nicht mehr gut und bla bla bla. Natürlich wurden seine Videos, sage ich mal, in gewissen Maßen immer ein wenig schlechter, weil er immer mehr produzieren musste für die Leute, die ihn wirklich aktiv geschaut haben. Weil ihr lieber Leute feiert, die irgendwelche Scheiße oder irgendwelche gefakten Gameplays dahin klatschen. Warum ist es nicht mehr so, dass man wirklich drauf achtet, gibt der YouTuber sich Mühe, hat er gute Bildqualität, gute Tonqualität und so weiter. Vielleicht auch mal ein sachliches Thema. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Das sind so viele Sachen aktuell, die mich einfach nur so
ankotzen und dass auch jeder irgendwie die dicksten Internet-Eier haben muss. Ich habe das erspielt und da erspielt und du bist Noob und so weiter. Damals, wo ich noch mit BO2 angefangen habe, da war das auch schon in gewissem Maße so, aber noch nicht so extrem, wie es jetzt ist. Und da war es auch mal so, dass man auf Facebook mal irgendwie einen Post gelesen hat, ey, schau doch mal bei dem YouTuber vorbei, der macht echt gute Videos und so weiter oder der hat echt krasse Qualität. Jetzt lese ich bloß noch auf YouTube, der hat das und das gemacht, Idiot, fuck off und keine Ahnung was, wird rumgehatet und dann der nächste, ey, schaut mal und bla bla bla, wie das mit dem Merz und so weiter. Es ist nur noch, wenn man auf Facebook und YouTube guckt, ihr wollt alle nur noch Beef. Beef, 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 Beef. Das ist das Einzige, was ihr noch feiert. Und das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ich meine, ihr könnt mich jetzt dafür haten oder auch nicht, mir wurscht, aber das kann doch irgendwie nicht die Zukunft sein. Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß absolut nicht, was ich dazu sagen soll. Und auch, dass da ständig Commander Krieger geflamed worden ist mit seinen Klicks und so weiter. Hey, du hast so wenig Klicks, so viele Abos. Ja, warum wohl? Er hat versucht, seiner Linie treu zu bleiben und ist nicht mit auf das Boot aufgesprungen und hat so eine Scheiße gemacht wie viele anderen. Ich meine, jeder kann ja auch schauen, was er will. Es ist ja nicht irgendwie vorgeschrieben, ihr müsst jetzt genau das schauen. Ich verstehe halt bloß nicht, wenn jemand sich wirklich seiner Linie treu bleibt und so weiter, dass ihr dann dahin geht und dann auch ihn noch irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwelche Sachen an den Kopf schmeißt. Ich habe das Video vorhin gerade angeschaut. Da haben Leute ernsthaft runtergeschrieben, ey, zum Glück bist du, alter Fettsack, jetzt weg und so. Sag mal, seid ihr noch ganz, ganz Kaschucke im Kopf? Hat euch jemand ins Gehirn gekackt oder so? Also, ganz ehrlich, Leute, ich kann das einfach nicht nachvollziehen und ich weiß nicht, teilweise sehe ich auch überhaupt nicht mehr den Sinn. Ich bin zum Beispiel auch so ein YouTuber. Ich möchte jetzt nicht alles von meinem Privatleben und so preisgeben und so weiter. Ja? Und ich kann halt auch nicht wie ein anderer YouTuber meine 200 geilen Schuhe zeigen. Ich habe mir jetzt 200 oder ich habe mir hier Special Deluxe für 450 Euro gekauft, weil ihr das auf einmal so feiert. Früher hättet ihr gesagt, ey, ist doch scheiße, was du machst. Hättet ihr, oh, übelst geil und so weiter, ne? Und jeder springt natürlich auf diesen Zug auf, weil bringt ja Klicks, Abos, Kohle, ne? Ich meine, wer würde das nicht machen? Würden wahrscheinlich viele große YouTuber machen oder machen es ja auch inzwischen. Ne? Und ich finde es einfach nur ein bisschen schade, dass dann wirklich, sag ich mal, YouTuber, die lange dabei sind und versuchen, ihrer Linie treu zu bleiben, so gehatet werden. Ich meine, okay, wenn das nicht mal schauen wollt, ist es halt einfach so. Ne? Kann man halt nicht ändern. Ne? Aber dann lasst ihn doch teilweise einfach in Ruhe oder so. Na, und auch dieser ständige Beef, der kotzt mich so an. Na, ich spiele eigentlich übelst gern COD. Ich habe aber einfach die Interesse verloren, weil egal was ich erspiele und so weiter, es ist sowieso immer scheiße, weil ich halt nicht die übelst krassen Standards und so weiter habe. Und ich weiß auch nicht, ob das irgendwie wirklich Zukunft hat, weil ich finde, man macht dann auch das Ganze irgendwie kaputt, wenn es nur noch über irgendwelche gestellten Gameplays geht, nur noch, keine Ahnung, alles gefaked ist und so weiter oder irgendwelche Glitches und so weiter und ansonsten ist man halt scheiße und ja, wie gesagt, ich höre jetzt auch auf, ich denke, ich habe genug gesagt, ich wollte einfach nur mal meine Meinung loswerden, ansonsten kriege ich mich wahrscheinlich in 3 Stunden immer noch auf. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze so seht oder vielleicht könnt ihr es mir auch mal erklären, dass ich vielleicht mal eure Sichtweise verstehe. Und ja, mit diesen Worten will ich mich dann eigentlich bloß noch verabschieden. Ich würde sagen, Leute, bleibt geschmeidig, locker flugsch von der Hüfte. Bis zum nächsten Video, euer Black Almas.